Neue Bahnhöfe, neue Straßen, neue Schienen, neue saubere Kraftwerke. Die Grünen sind gegen alles. Wir als CDU Deutschlands haben einmal die wichtigsten Infrastrukturprojekte aufgelistet, die von den Grünen behindert oder blockiert werden. Schauen Sie sich die Homepage an, www.die-dagegen-partei, dann können Sie sich selbst ein Bild machen. Schauen Sie doch einmal. Zum Beispiel in Baden-Württemberg. Die Grünen sind gegen den Bau des Pumpspeicherwerkes Attorf im Schwarzwald. Die Anlage könnte überschüssigen Strom aus Wind- und Solarkraft speichern, Stromnetze so entlasten und CO2 einsparen. Das ist neue, saubere, sichere und günstige Energie. Aber die Grünen sind dagegen. Es ist unglaublich, in fast allen Bundesländern werden wichtige und dringende Infrastrukturvorhaben von den Grünen behindert oder blockiert. Selbst Projekte, die sie einst im Bund mitbeschlossen haben. Vorhaben, die unser Land wirtschaftlich weiter voranbringen, die noch mehr Arbeitsplätze schaffen und unsere Umwelt schützen. Das ist verantwortungslos von der Dagegenpartei. Ärgern auch Sie sich über die Blockadepolitik der Grünen? Kennen auch Sie ein Projekt, das von den Grünen gebremst oder blockiert wird? Schreiben Sie uns unter aktion@cdu.de. Wir gehen der Sache nach.